In Berlin kommen heute Bundeskanzler Scholz, Frankreichs Präsident Macron und der polnische Ministerpräsident Tusk zusammen. Es ist das erste Gespräch auf Spitzenebene im Rahmen des sogenannten Weimarer Dreiecks seit Juni 2023. Bei den Beratungen geht es insbesondere um die weitere Unterstützung der Ukraine im Verteidigungskrieg gegen Russland. Wegen Meinungsverschiedenheiten zwischen Berlin und Paris will Scholz zunächst mit Macron allein sprechen. Anschließend treffen beide Polens neuen Ministerpräsidenten Tusk. Polen sieht sich in einer Führungsrolle für die Sicherheit Europas. Als einziges westliches Land mit einer Grenze zur Ukraine, Belarus und Russland ist die Wahrnehmung für die Bedrohung aus Russland groß. Gerade erst war Premierminister Tusk in den USA, um dort für die Freigabe der Ukraine-Hilfen zu werben. All dies zeigt auch, dass die Verantwortung für das, was in der Welt und in Europa passiert, in Polen größer ist als in den meisten europäischen Ländern. Auch deshalb rüstet Polen massiv auf. Im vergangenen Jahr hat das Land fast 4% seines Bruttoinlandsprodukts für Rüstung ausgegeben. Polens Präsident forderte kürzlich, dass das NATO-Verteidigungsziel angepasst werden müsse. Es ist für alle Länder des Bündnisses notwendig, ihre Rüstungsausgaben zu erhöhen von 2 auf 3%. Ich werde unsere Partner davon überzeugen. Die Angst Deutschlands davor, Kriegspartei zu werden, stößt in Polen auf Unverständnis. Polens Außenminister Sikorski unterstützt den Vorstoß Macrons, über eine Entsendung von NATO-Bodentruppen in die Ukraine zu diskutieren. Vielleicht braucht Kanzler Scholz Unterstützung in der Entwicklung seiner Einstellung. Wir sollten den Politikern eine Chance geben, damit sie ihre Meinungen auch ändern können angesichts neuer Fakten. Ist damit die Richtung für das Weimarer Dreiecktreffen vorgegeben? 2 gegen 1? Tja, wie sieht man in Frankreich die weitere Unterstützung für die Ukraine und dieses heutige Treffen in Berlin? Nachgefragt dazu bei unserer Korrespondentin in Paris, bei Sabine Rau. Der französische Präsident, der hat ja gestern ein Fernsehinterview gegeben und dabei nochmal bekräftigt, es dürfe in Bezug auf die Unterstützung der Ukraine keine roten Linien geben. Wie ist denn das gemeint? Macron ist davon überzeugt, dass es die richtige Strategie gegenüber Russland, gegenüber Putin ist, genau ihn im Ungewissen darüber zu lassen, wie weit der Westen bereit ist zu gehen. Das hat er immer wieder unterstrichen, trotz des vehementen Gegenwindes, der ihm in der Frage der Äußerung zu Bodentruppen entgegenbläst aus Europa, aus Amerika, aus der NATO insgesamt. Trotzdem hält Macron daran fest, und er hat es gestern auch in seinem Interview noch einmal unterstrichen, dass es jetzt Mut und Entschlossenheit und Stärke bedürfe. Also er benutzt wirklich sehr starke, bisweilen martialische Worte, um seine Haltung zu unterstreichen. Kein Zucken gegenüber Putin, klar machen, wir sind entschlossen als Westen, uns seiner aggressiven Politik entgegenzustellen. Und warum tut er das? Macron ist davon überzeugt, wenn er in die Geschichte blickt, dass 1938, als Frankreich und England sich nicht vehement gegen Hitlers Expansionspolitik gestellt haben, damals ging es um die Einverleibung des Sudetenlandes, dass das sozusagen der Stein war, der dann alles ins Rollen gebracht hat, der Hitler signalisiert hat, der Westen hält ihn nicht auf, keiner stellt sich ihm entgegen. Und Macron hat die Sorge, dass Putin eben auch nicht Halt macht an der Ukraine, sondern dass sein Aggressionsdrang weiterreichen würde, wenn wir die Ukraine fallen ließen. Scholz dagegen verfolgt ja eine andere Strategie, hat ganz klare rote Linien gezogen und nochmal sein Nein zu Bodentruppen und auch zur Lieferung der Taurus-Marschflugkörper bekräftigt. Wie blickt man denn in Frankreich auf diese Haltung des Kanzlers? Offen gestanden mit Unverständnis, denn Frankreich liefert bereits Skalp-Missiles, Raketen, die ähnlich wie der Taurus sind, in die Ukraine. England tut das auch. Und Frankreich tut hier wirklich das, was ihm zur Verfügung steht. Aber man muss auch sagen, in Frankreich ist das Bewusstsein noch nicht so ausgeprägt, dass Berlin eben näher an Moskau ist als Paris. Das heißt, dass hier auch aus unterschiedlichen geografischen und auch historischen Realitäten heraus argumentiert wird. Grundsätzlich ist es aber auch so, dass Macron gestern auch in seinem Interview noch mal deutlich gemacht hat, Frankreichs Strategie ist, Putin im Ungewissen zu lassen, aber er schließt auch aus, französische Soldaten in die Ukraine als Bodentruppen zu schicken.
Auf dem Papier liegen ja nun Scholz und Macron meilenweit auseinander. Aber sind die Gegensätze zwischen beiden Ländern tatsächlich so groß? In der Sache, so betonen ja beide immer wieder, geht es nämlich um das Gleiche, um die Unterstützung der Ukraine. Das würde ich Ihnen auch glauben, allen beiden. Und tatsächlich sind die Unterschiede gar nicht so meilenweit auseinander. Es geht um eine Frage der Strategie und des Weges dahin. Weder Scholz noch Macron wollen, dass Putin diesen Krieg gewinnt. Beide haben immer wieder unterstrichen und betont, dass sie alles tun werden, solange es nötig ist, um die Ukraine zu stützen. Also das Ziel der beiden ist das gleiche. Aber in der Strategie gibt es Unterschiede. Und das hat eben auch etwas zu tun mit der unterschiedlichen Geschichte und mit dem unterschiedlichen Staatsverständnis. Frankreich versteht sich immer auch als Militär- und Verteidigungsmacht. Frankreich verfügt über Atomwaffen. Deutschland hat seit dem Zweiten Weltkrieg sich vor allen Dingen als Export- und Wirtschaftsnation verstanden und nicht als eine Militärmacht. Das ist die Politik aller Bundesregierungen bis heute, bis hin zu Olaf Scholz. Das ist der Unterschied in der Herangehensweise, aber möglicherweise, wenn man beides nebeneinander legt, kann daraus ja auch ein gemeinsames Konzept und eine gemeinsame Strategie werden. Und ich glaube, dass dieses Treffen heute in Berlin auch diesem Ziel dient, dass man die französischen und die deutschen Interessen übereinander legt und schaut, wie man gemeinsam vorgehen kann. Die Spannungen um die Ukraine-Unterstützung, die sind ja nun das eine, aber immer wieder heißt es, das deutsch-französische Verhältnis, das sei insgesamt so schlecht wie seit langem nicht mehr. Woher kommt denn das? Ja, das stimmt, das würde ich auch sagen. Nie waren die Beziehungen so gestört und so schlecht wie im Augenblick zwischen diesen beiden Männern, muss man sagen. Denn auf der Arbeitsebene funktioniert das deutsch-französische Verhältnis gut und die Kontakte sind da und sie werden auch gelebt und genutzt auf allen politischen Ebenen. Vielleicht hat es damit zu tun, dass wir es in diesem Fall Macron-Scholz zu tun haben mit zwei äußerst selbstbewussten, zuweilen vielleicht auch etwas starrsinnigen Männern, die fest davon überzeugt sind, dass ihre Haltung, ihre Position die richtige ist und die einfach zuweilen unterschiedliche Sprachen sprechen, nicht nur Deutsch und Französisch, sondern auch in der Herangehensweise an die Politik. Ich denke aber, dass beide klug genug sind zu wissen, dass es keine Alternative gibt zu einem deutsch-französischen Zusammenarbeiten, zu einer Kooperation in dieser Situation, die ja tatsächlich einzigartig ist. Noch nie seit dem Zweiten Weltkrieg haben wir einen Krieg in Europa so dicht, so nah und so aggressiv gehabt. Und das ist beiden, denke ich, sehr, sehr bewusst. Und deswegen heute auch dieses Treffen und der Versuch, auch nach außen hin zu demonstrieren, Deutschland und Frankreich ziehen letztendlich an einem Strang. Ja, und was ist von dem Treffen heute in Berlin zu erwarten? Da wird es ja auch vorab noch bilaterale Gespräche geben. Ja, ich denke, es ist absolut richtig und notwendig, dass die beiden, Scholz und Macron, unter vier Augen sprechen. Es hat zuletzt ja öffentlich sehr unschöne Bemerkungen übereinander gegeben. Da gab es Sticheleien und da gab es Rempeleien. Auch das Aufzählen, wer wie viel Waffen geliefert hat an die Ukraine, ist ja nicht wirklich hilfreich gewesen. Deswegen wichtig, wenn sie beide heute zunächst mal miteinander sprechen, bevor dann der polnische Präsident hinzukommt. Und auch das ist ein wichtiges Zeichen, sich nach Osten zu wenden, dorthin, wo die Sorgen und die Ängste vor der russischen Aggression wirklich am allergrößten sind, und zu zeigen, der Westen insgesamt, die Europäer stehen in dieser Frage untergehakt, nebeneinander und widerstehen eben dieser Aggression aus Moskau, die von Putin hier vorangetrieben wird. Das waren Einschätzungen von unserer Paris-Korrespondentin, von Sabine Rauch. Ganz herzlichen Dank.